Auf jedem wissenschaftlichen Taschenrechner finden wir die Tasten Sin, Cos und Tan. Sin für Sinus, Cos für Cosinus und Tan für Tangens. Tan schreibt man auch TG. Doch wozu dienen diese drei Tasten? Wir wissen, dass es in einem rechtwinkligen Dreieck eine Verbindung zwischen den drei Seiten dieses Dreiecks gibt. Diese Verbindung ist gesichert durch den Satz des Pythagoras, der besagt, das Quadrat über der Hypotenuse ist gleich zur Summe der Quadrate über beiden Katheten. Es gibt auch eine Verbindung zwischen den drei Winkeln, denn Alpha plus Beta ergibt immer 90 Grad. So. Es gibt aber auch Verbindungen zwischen diesen Spitzenwinkeln und den drei Seiten A, B und C. Dazu konzentrieren wir uns zuerst auf den Winkel Alpha. In jedem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Sinus von einem Spitzenwinkel, hier Alpha, ist gleich zur Länge der Gegenkathete. Die Gegenkathete, das ist die gegenüberliegende Kathete, geteilt durch die Länge der Hypotenuse. Hier gilt also, der Sinus von Alpha ist gleich zur Gegenkathete geteilt durch die Hypotenuse. Behalten wir besser die Formel so, Sin Alpha ist Gegenkathete auf Hypotenuse. In jedem rechtwinkligen Dreieck gilt auch, der Cosinus von einem Spitzenwinkel, hier Alpha, ist gleich zur Länge der Ankathete, die Ankathete, das ist die anliegende Kathete, geteilt durch die Länge der Hypotenuse. Auch hier behalten wir die Formel besser so, der Cosinus eines Spitzenwinkels, das ist die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. In einem rechtwinkligen Dreieck gilt auch, der Tangens eines Spitzenwinkels ist gleich zur Länge der Gegenkathete geteilt durch die Länge der Ankathete. Also hier, Tangens Alpha ist Gegenkathete auf Ankathete. In einem rechtwinkligen Dreieck gilt auch, der Kotangens eines Spitzenwinkels, hier Alpha, ist gleich zur Ankathete geteilt durch die Gegenkathete. Also hier, Kotangens von Alpha ist Ankathete auf Gegenkathete. Diese Formeln sind natürlich auch gültig für diesen Winkel Beta. Der Sinus von Beta, das ist die Gegenkathete geteilt durch die Hypotenuse. Der Cosinus von Beta, das ist die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. Der Tangens von Beta, das ist die Gegenkathete geteilt durch die Ankathete. Und der Kotangens von Beta, das ist die Ankathete geteilt durch die Gegenkathete. Hier eine praktische Anwendung solcher trigonometrischer Formeln in einem rechtwinkligen Dreieck. Nach diesen Angaben wird gefragt, wie hoch der Baum ist. Zuerst modellieren wir diese Situation durch dieses rechtwinklige Dreieck und erkennen, eine Kathete wird angegeben und die andere Kathete wird gefragt. Die Hypotenuse ist nicht mit im Spiel. Da die Hypotenuse nicht mitspielt, benutzen wir weder Sinus noch Cosinus. Also arbeiten wir mit Tangens oder Kotangens. Zum Beispiel mit Tangens. Wir wissen, in diesem rechtwinkligen Dreieck ist der Tangens von diesem Spitzenwinkel 30 Grad gleich zur Gegenkathete H geteilt durch die Ankathete 12. Also ist der Tangens von 30 Grad H geteilt durch 12. Diese 12, die hier teilt, setzen wir links rüber, wo sie multiplizieren wird, und daraus schließen wir, dass H 12 mal Tangens von 30 Grad sein muss. Um den Tangens von 30 Grad zu bestimmen, benutzen wir den Taschenrechner. Da ist er. Zuerst achten wir darauf, dass der Taschenrechner auf diese Winkeleinheit D für Degree, Grad, eingestellt ist. Falls da kein D steht,
müssen wir die richtige Winkeleinheit einstellen. Das macht man im Setup. Setup ist gelb, also aktivieren wir zuerst diese Shift-Taste, Shift für gelb. Ich klicke auf Shift, klick, jetzt auf Setup, klick und wir sehen hier in der zweiten Kategorie Winkeleinheit. Dann wählen wir also die 2. Ich klicke auf 2, klick und hier können wir auswählen unter drei möglichen Einheiten. D für Grad, R für Rad, das ist auch eine Winkeleinheit, und G für Gradient. Wir brauchen hier D für Grad, also klicken wir auf 1, klick, und so steht im Display dieses große D. Wir möchten jetzt den Tangens von 30 Grad berechnen, also klicken wir auf Tan, klick, jetzt geben wir die 30 ein, klick, klick. Grad brauchen wir nicht einzugeben, denn der Taschenrechner steht ja auf Grad. Wir brauchen hier auch nicht die Klammer zu schließen. Mathematisch geschrieben ist es schöner. So. Und jetzt klicken wir auf die Enter-Taste. Klick. Der Taschenrechner sagt uns, dass der Tangens von 30 Grad gleich ist zu Quadratwurzel von 3 geteilt durch 3. Diesen Wert können wir also hier einsetzen. Ist gemacht. Dieses Produkt ergibt 4 mal die Quadratwurzel von 3. Und das macht ungefähr 6,93. Vergessen wir am Ende nicht, diese Frage durch einen Endsatz zu beantworten. Es wird gefragt, wie hoch ist der Baum? Antwort, der Baum ist ungefähr 6,93 Meter hoch.